Ich bin, wir alle sind entsetzt und fassungslos über den brutalen, völkerrechtswidrigen Angriff Putins auf die Ukraine. Wir müssen und wir werden alles tun, um den Menschen dort so gut wir können zu helfen und vor allem die Lebensmittelversorgung in der Ukraine zu unterstützen. Aus der Ukraine sind jetzt erste Anfragen zur Unterstützung mit Lebensmitteln bei uns eingegangen. Und natürlich helfen wir so schnell wir können, so gut wir können. Wir sind dazu mit anderen Ressorts im Gespräch. Ich stehe persönlich im Austausch mit der Ernährungswirtschaft, mit dem Lebensmittelhandel, wie wir den Ukrainern und Ukrainern bestmöglich helfen können. Mein Haus, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, unterstützt bei der Koordinierung. Alle sind hier in der Verantwortung, ihr Möglichstes zu tun, dafür werbe ich. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland ist sichergestellt. Wir sprechen heute und sicher noch sehr oft in der Zukunft über dieses Thema, über die Versorgungslage in Europa und weltweit. Deutschland ist bei Weizen beispielsweise Selbstversorger und nicht auf Importe angewiesen. Dennoch, wir werden die Folgen des russischen Angriffskrieges spüren, auch wegen der gestiegenen Energiekosten. Wir können nicht ausschließen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Folgen von Putins Krieg auch an den Supermarktkassen spüren werden. Jedwede Forderung, allerdings den Schutz von Klima und Artenvielfalt zurückzustellen, die führt uns noch weiter weg von einer globalen Krisenfestigkeit. Es gilt auch für die Landwirtschafts- und Ernährungspolitik. Die vielen Krisen, die wir gegenwärtig haben, die lösen wir ja nicht dadurch, dass wir die eine Krise gegen die andere ausspielen, sondern indem wir sie gemeinsam angehen und endlich auf mehr Resilienz setzen. Deshalb müssen wir beides hinbekommen. Eine nachhaltige, krisenfeste Landwirtschaft und mehr Unabhängigkeit von globalen Entwicklungen.